Hallo liebe Piloten, letzte Woche war es soweit. Wir haben die 80s of Movie Pilot gefeiert. Erst mit einem Musikvideo und ich bin peinlich berührt, dass ihr glaubt, dass ich das wirklich gesungen habe. Nein, ich habe das nicht wirklich gesungen. Trotzdem, vielen, vielen Dank für das Feedback. Danach hatten wir die ultimative 80s Show. Und diese Show war aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen sehr besonders für uns, weil wir ein altes Format wiederbelebt haben. Es gab mal vor Ewigkeiten eine Episode von Knockout. Wir dachten, das bringen wir zurück, das bringen wir zurück für unsere 80s Show. Wir wählen den besten 80s Film aller Zeiten. Und ja, ich habe ein paar Gäste eingeladen. Ich war nämlich nur der Moderator. Wir hatten Sebastian von Filmstarts, David Hein von Behind und Schröck von Kino Plus. Und was soll ich sagen? Es hat so viel Spaß gemacht und euer Feedback war derartig stark, dass wir gesagt haben, das soll ein wiederkehrendes Format sein. Deswegen hier die erste wiederbelebte Ausgabe von Knockout. Und bitte, bitte, bitte schreibt uns in die Kommentare, was sollen wir als nächstes wählen? Was eignet sich als nächstes für Knockout? Genau das interessiert uns. Und jetzt ohne weiteres, viel Spaß mit Knockout. Lustigerweise, wenn ich hier so stehe und euch hier so sitzen sehe, komme ich mir tatsächlich vor, als müsste ich gleich für euch singen und ihr würdet mir alle sagen, wie scheiße ich das mache. Will ich wirklich sagen. Das hast du doch schon also gemacht, an deiner Stimme musst du noch mal arbeiten. Ja, also bin ich nicht im Recall laut euch dran? Du bist leider nicht. Ich habe leider keine Videokassette. Nee, war nicht Videokassette so, aber geil. Ne? Keine Videokassette, ja. Ihr habt keine Videokassette für mich. Nein. Das ist sehr traurig. Ich erkläre euch jetzt, wie Knockout funktioniert. Wir haben 32 Filme. Ja. Der Movie-Pilot-Community genommen, aus den 80ern, die am besten bewährten Filme aus den 80ern, haben sie durcheinander gewürfelt und lassen sie in einzelnen Runden gegeneinander antreten. Das heißt, jeder Film braucht mindestens 2 Stimmen, um weiterzukommen. Ja. Oder ihr seid euch halt komplett einig, aber es gibt hier kein Unentschieden. Automatisch geht ein Film immer weiter. Und gegen Ende werdet ihr den besten Film gewählt haben, aber gleichzeitig euch auch von vielen Filmen verabschieden müssen, die ihr liebt. Denn es gibt hier auch echt gemeine Pairings. Wenn ich mir hier so das erste Pairing angucke, das ist schon sehr gemeine. Deswegen sage ich auch direkt, Leute, bereit für den Clip, das erste Pairing, das tut mir in der Seele weh. Das ist Pass auf, das ist doch gar nicht. Ich schmeiße einfach mal ein Argument ins Rennen und ich hoffe. Aliens vs. Blade Runner. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da nicht sitze, weil ich weiß nicht, wie man diesen Kampf überhaupt austragen kann. Aber ihr müsst es, weil ihr nun mal hier sitzt. Ihr habt euch drauf eingelassen. Edgy Badge. Du wolltest gerade ein Argument bringen. Ja, genau. Ich hau mal einen raus. Ja? Ja. Ich hau mal einen raus. Ich entscheide mich in diesem Falle und ich will auch noch hinzufügen, es fällt mir wirklich schwer und es tut mir wirklich sehr leid, aber ich entscheide mich in diesem Falle für Aliens, weil Aliens habe ich auf VHS kennengelernt und war sofort instant weggeblasen. Ja. Der Film war sowas anderes als der erste Alien und etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte und hat dann noch über Gebühr abgeliefert. Und er hat mich einfach auf VHS wirklich weggeflasht. Blade Runner musste ich erst kennenlernen, musste ich erst irgendwie lieben und schätzen lernen. Es hat einfach eine Zeit gebraucht. Und wenn ich jetzt einfach hier eine schnelle Entscheidung treffen müsste, würde ich halt einfach danach gehen, welcher Film hat mich zuerst mehr geflasht. Und das war in dem Fall Aliens. Ich bin auch bei Aliens. Einfach, wow. Ja, ganz klar, weil ich muss sagen, als ich den das als Kind gesehen habe, bin ich das erste Mal eingeschlafen. Mhm. Ich habe damals diese... Du bist bei Aliens eingeschlafen? Nee, bei Blade Runner. Ich dachte schon. Bei Blade Runner dachte ich, das ist mir ein bisschen zu langatmig. Ich habe das Worldbuilding. Ne, am Anfang fliegen sie ja zum Beispiel auf diese Stadt zu. Die Musik von Vangelis schwillt an. Und ich dachte so, ja, was ist denn, kommen die jetzt hier mal langsam zur Potte? Und habe erst viel später gemerkt, dass das wie wichtig das für die Filmhistorie war. Bei Aliens, den kann ich mir heute noch angucken. Der hat damals funktioniert. Der ist einfach ein Action-Meisterwerk. Da hat Cameron gezeigt, was er kann. Und ja, ich finde, der baut auch auf diese Alien-Lore auf eine Weise auf. Er
verfremde zwar den ersten Alien, macht er aber gut, wie ich finde. So müssten viele Fortsetzungen sein, für mich eine der besten aller Zeiten. Also Sebastian, du darfst noch was sagen, aber wir haben eigentlich schon Gewinner. Ja, wir haben schon Gewinner. Ich hätte tatsächlich trotzdem Blade Runner genommen, okay, weil es einfach für mich immer so ein Film gewesen ist. Ich habe Aliens auch sehr, sehr viel später erst gesehen. Also ich kannte zwar Alien und habe dann halt irgendwann halt so Blade Runner gesehen und Aliens war bei mir, das kam, ich war dann auch geflasht, als ich überhaupt mitgekriegt habe, dass es eine Fortsetzung zu Alien gibt. Aber für mich ist es tatsächlich Blade Runner. Also ich meine, es tut jetzt hier nichts mehr zur Sache, weil es ist eh schon entschieden, 2-1. Gut, aber wir müssen eine Entscheidung treffen, also deswegen, ich würde jetzt rational... Das ist ja auch eine fiese Sache so, aber Blade Runner... Das ist gleich die erste Runde. Du hättest jetzt Aliens Ferris Bueller gemacht oder Blade Runner. Ja, okay, gut. Und ich finde die zweite Runde übrigens auch schwierig, aber okay. Ich wüsste, was ich nehme. Ich wüsste auch, was ich hier genommen hätte. Ich wäre tatsächlich auch Team Aliens gewesen. Weil das ist einer der 80s-Filme, die ich bis heute am meisten gucke. Ich habe ihn letzte Woche erst wieder gesehen im Director's Cut. Ja, er ist auch mehr rewatchable als Blade Runner, weil für Blade Runner muss man sich schon so ein bisschen drauf einlassen. Du musst dich auf den Film einlassen. Du kannst bei Aliens einzelne Szenen gucken und bist immer noch total dabei, bei Blade Runner einzelne Szenen rauszunehmen, macht keinen Sinn. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin halt einfach so ein großer Philip K. Dick-Fan. Ich habe wirklich als Jugendlicher so ziemlich alles von ihm gelesen. Du liest was Bücher. Ich lese diese Dinge. Jedes Mal, wenn ich bei Instagram bei dir gucke, denke ich so, der liest ja Bücher, krass, aber ich lese keine Bücher. Und deswegen ist Blade Runner einfach nochmal, aber ja, Aliens ohne Frage. Er liest Bücher, ich lese Quizfragen. So, Aliens geht tatsächlich weiter, die erste Runde. Wir haben einen Sieger. Und das bringt uns tatsächlich zu Runde 2. Mats ab, bitte. Don Senilo, der geile Vater. Beetlejuice. Ja, das ist, glaube ich. André, ich weiß nicht, hier sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, oder? Sehr einig. Das war Mad Max versus Mad Max 2 versus Beetlejuice. Mad Max 2, der Verstrecker. Für mich der beste Actionfilm aller Zeiten neben Terminator 2. Ich habe als kleiner Junge mit meinen Turtles Actionfiguren und Lego habe ich die Szenen nachgespielt und habe die dann auch immer so wie in Mad Max gegeneinander crashen lassen. Der holt mich immer noch ab und ich habe neulich erst ein Video drüber gemacht. Der wird nicht alt, klar, Fury Road hat das Ganze in die Moderne gebracht, aber sich das nochmal anzugucken und zu überlegen, dass der in den 80ern diese ganze Leben der Stuntmen auch aufs Spiel gesetzt hat und diese Autos geschrottet hat, finde ich bis heute faszinierend. Für mich ganz klarer Sieger. Ich finde aber auch allgemein die komplette Reihe. Also ich mag sie wirklich alle. Ich mag auch den dritten Teil, auch wenn der halt wirklich so ein bisschen sehr... Der wird dann ein bisschen kindisch. Genau. Und ich habe tatsächlich ein sehr großes Herz für den ersten Teil. Ich finde, da steckt noch so... Die größte Botschaft drin? Ja, ne, und vor allen Dingen, da ist auch so diese Emotion, wenn er seine Familie verliert und so, diese Szene... Ist halt heftig, aber ja, hier ist es für mich. Also, ich mag auch Beetlejuice und ich meine, Eve ist ja angezogen wie ein Beetlegeuse, aber nee, Mad Max 2. Ja, ich bin da wieder. Soll ich nach Hause gehen jetzt oder so? Ich bin da hier bei meinem Bruder, den ich nie kennengelernt habe. Es gab zwei große Verfolgungsjagden in meiner Kindheit, die ich mit Playmobil, Lego, G.I. Joe und was weiß ich, was ich noch hatte, nachgespielt habe. Das war zum einen Indiana Jones, also Jäger des verlorenen Schatzes. Nach der Nummer machen wir einen Bluttest. Ja, wahrscheinlich. Und das andere war halt Mad Max. Ne? Also ich fand es einfach großartig, so Verfolgungsjagden nachzuspielen, die über mehrere Etappen gehen und über mehrere Fahrzeuge. Und dann muss der Held sich von einem Fahrzeug zum nächsten vorkämpfen. Ja, vor allen Dingen, wo gibt's denn das, dass du dass das ganze Finale eine große Verfolgungsjagd ist? Roadrunner? Aber der ist auch nicht nur ein Spiel. Ich wollte jetzt einfach mal was sagen, oder? Genau. Ich wollte auch was sagen, ja. Er möchte teilhaben. Okay, ja, schön. And now it's my time to talk. Also ja, Beetlejuice ist raus. Mad Max 2, Road Warrior. Aber ich bin der Meinung, Mad Max 2 ist auch besser als Mad Max 1, deswegen, ja. Okay, wir haben einen ganz klaren Sieger und damit die nächste Runde. Mats ab, bitte. Fängst du an? Ich kann gerne anfangen, es ist aber auch wieder verdammt schwer.
Gremlins ist halt wirklich so ein Kindheitsfilm, ne? Also den, ich meine, ich weiß nicht, wie man früher irgendwie durch die Gegend gelaufen ist, ohne den Gizmo zu sehen. Ich hatte einen als Plüschtier. Diese Plüschtiere waren ja wirklich überall und ich gucke mir diese Filme auch heute halt immer noch total gerne an, also 1 und 2. Ich brauche auch keine Fortsetzung, so. Das wäre mir zu viel des Guten, auch wenn die ja seit Ewigkeiten irgendwie immer mal wieder im Gespräch ist. Blues Brothers, ich weiß, Blues Brothers habe ich mit meinem Papa zusammen geguckt und mein Papa ist halt so ein großer Blues-Fan, deswegen lief er halt zu Hause auch ständig immer Blues-Musik und sowas alles. Ich glaube, ich gehe mit Gremlins. Ich werde hier gar nichts sagen und nichts beeinflussen. Also wenn ihr wissen wollt, was ich wählen würde, sage ich erst danach, aber... Also für mich ist es... Ich bin bei dir. Wir wollten unseren Hund, den wir uns Anfang des Jahres geholt haben, sogar Gizmo nennen. Oh, ja. Wir haben uns dann aber leider umentschieden, weil er jetzt Bowie heißt, weil ich David heiße und das lustiger ist. Wegen David Bowie. Ja, guck mal, er ist schlau. Ich hab's verstanden. Ich lese zwar keine Bücher, aber dafür... Karten. Dafür muss man keine Bücher lesen, um zu wissen, wer David Bowie ist. Ich habe 1991, glaube ich, mit meiner Oma sind wir extra aus dem Osten von Berlin in den Westen gefahren, weil das einzige Kino war, was Gremlins 2 gespielt hat. Ich war mega da drin. Ich fand den ersten natürlich extrem gruselig als Kind. Aber bis heute, wir haben ihn letztes Jahr unserer kleinen Tochter gezeigt, die fand den auch fantastisch. Der hat nicht nachgelassen. Und Blues Brothers, muss ich sagen, den Kultfaktor habe ich nie verstanden. Ich fand das nicht lustig. Ich finde auch diesen... Ich mag ist halt, glaube ich, hauptsächlich die Musik. Ja, also, aber es ist halt nicht so meine Musik. Und du hast halt viele aus der Szene, die halt im Film und dabei sind. Und du hast halt so ein bisschen Autorennen. Ja. Aber rein filmisch bin und ich Crashes. Gleich bei... Nicht ja. nur Autorennen, ja. sondern Crash, für mich ist Crash, es Crash, 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 Crash. Da die Wahl ja schon entschieden ist, ist ja eigentlich auch egal, was ich sage. gefühlt muss ich auch sagen, der kleine Junge in mir hat... Gremlins deutlich besser angenommen als Blues Brothers. Mhm. Da war halt einfach dieser Kult, das war nicht so, was ich irgendwie kannte. Ja. Das war wahrscheinlich auch so ein amerikanisches Ding. Ich würde mich aber jetzt in diesem speziellen Fall, weil beide Filme mir jetzt persönlich nicht so wichtig sind wie andere, hätte ich mich jetzt aber für Blues Brothers entschieden, weil ich finde, Blues Brothers ist der etwas denkwürdigere Film. Also der hat es mehr aus der Filmgeschichte hervorgegangen, hat sich mehr hervorgehoben aus der Filmgeschichte. Gremlins, alles cool, ne? Aber wir haben halt schon sehr viele Filme mit kleinen, gefährlichen Viechern gehabt und auch mit größeren. Deswegen wäre ich eigentlich bei Blues Brothers gewesen, weil so die ganzen Sprüche so, es ist dunkel, wir tragen Sonnenbrillen und so, das ist schon irgendwo für mich ein bisschen, hat für mich ein bisschen mehr größeren Stellenwert, aber ich bin mit Gremlins auch vollkommen fein. Sind wir uns einig, dass ein cooles Pairing auch Gremlins und Critters gewesen wäre? Aber der hätte Gremlins gewonnen. Aber beim zweiten Teil, der mit der Riesenkugel aus Gremlins, da hätte ich schon wieder, wäre ich ins Grübeln gekommen. Critters, genau. Ihr sagt Gremlins, ich hätte Gremlins auch gesagt. Ich war tatsächlich als Kind bei den Berlin Blues Brothers. Das war hier ein Event und da war ich als ganz kleiner Junge, dass ich mit Hut und Sonnenbrille und allem. Das heißt, ich verbinde damit auch was. Nichtsdestotrotz, Gremlins all the way, das ist eine der ersten Narben, die ich habe mental. Das ist der Grund, warum ich hier bin wahrscheinlich, so ein bisschen kaputt bin. Und das ist immer noch die gruseligste Weihnachtsgeschichte es ist überhaupt. Ja, ja. Jedes Weihnachten bleibt es. Und der zweite sowieso, der ist nochmal ein Meisterwerk für sich und für mich bis heute der beste Metafilm, den es gibt da draußen. Aber ja, es ist egal, was ich sage. Es war sogar egal, was du sagst, aber ich höre dich so gerne reden. Deswegen, wir haben einen Gewinner, einen klaren Gewinner. Und das bringt uns zu Runde 3. Ich muss irgendwie was gestehen. 4? Ja, Runde 4, sorry. Es gibt tatsächlich nur 2 Filme auf dieser Liste, die ich nicht gesehen habe. Ja. Ihr habt alle gesehen, gehe ich von aus, aber ich habe genau 2 Filme nicht gesehen. Einer davon, den werdet ihr jetzt sehen und ihr werdet schockiert sein, dass ich ihn nicht gesehen habe. Bitte Mats ab! Nee, jetzt bin ich ja gespannt. Du weißt. Ui. Okay, ja, den hatte ich nicht gesehen. Shit. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Den hast du nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Boah! Ihr seid Schweine! Okay. Ja. Das ist. Ihr seid Schweine! Die sind auch so krass unterschiedlich und sind beide auf ihre Weise so gut. Ja, du hast Stand by Me nicht gesehen. Du auch gesehen. Nicht? Doch, nee, ich kenne den. Du Stand by Me. Er hat mir auf Blu-ray geschenkt. Ich habe sogar das Buch gelesen. Ah, guck. Die Leiche oder so, ne? Hieß die Geschichte? Ja, genau. Ich habe den Blu-ray-Rücken gelesen. Zählt? Oh, nein, was zählt macht nicht. Man denn jetzt hier? Also, ich weiß, was ich nehme. Ich sage, stirb langsam. Guter Mann. Einer der besten Actionfilme aller Zeiten. vor allen Dingen einer der besten Bösewichte aller Zeiten, Alan Rickman. Der ist auch unendlich quotable. Der Held war so ein Everyday Man, der gar nicht in diese Situation kommen wollte. Und ich liebte das, wie Bruce Willis bei jeder Gelegenheit sagte, so, was mache ich hier eigentlich? So,
Sie sagt mir, ich soll nach L.A. kommen. Wird alles cool. Ja. Deswegen, der ist es. Denn bei mir habe ich aber auch, das war ein großartiger Film, meine Lieblingsszene, die Kotzsequenz. Ja. Mit dem Rizinusöl war das, glaube ich. Ja, bei dem damals, ich fand, das war eine schöne Geschichte über Freundschaft und der hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber Stück langsam ist besser. Ja, genau. Ja, ich bin auch tatsächlich... Ey, also... Oh. Es wird ja noch schwieriger, ne? Aber ihr wisst, die treten noch mal untereinander. Ja. Stand by Me ist so ein wichtiger Film für mich. Ich weine jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich finde ihn einfach einen ganz, ganz tollen Film. Ich glaube, dass die Traurigkeit, die da mitschwingt, ist auch ein bisschen begründet durch eben das leider traurige Schicksal von River Phoenix. So, der einfach in dem Film schon wirklich zeigt, was er drauf hat und was er kann und viel zu früh von uns gegangen ist. Ich meine, spätestens nach Indiana Jones 3 müssten wir eigentlich alle eigentlich gewesen sein. Wenn es mal irgendwie einer verdient hätte, dann vielleicht er. Ich muss mit Stirb langsam gehen. Es geht einfach nicht anders. Dieser Film ist auch essentieller Bestandteil meiner DNA. So. Also das ist, den hast du gesehen und du warst weggeblasen. Und wenn du dann auch anguckst, wie dieser Film entstanden ist, gegen jede Chance und mit einem McTiernan auf dem Regiestuhl, der eigentlich überhaupt auch nicht an diesen Film so wirklich geglaubt hat, diese Hubschrauber-Szenen, das waren 2 Stunden, die sie filmen durften, danach hat man festgestellt, es ist viel zu laut, bitte geht weg, so, nee, also ich muss Stirb langsam nehmen, allein für all das, was aus diesem Film geworden ist. Bevor du irgendwas sagst, was eh nichts mehr ändert, ich habe gerade etwas gehört, es ist das laute, gebrochene Herz von Hardy, denn Stand By Me ist sein absoluter Lieblingsfilm. Ey, ich kann es absolut nachvollziehen. Hardy, es tut mir leid, Es tut mir leid. Ja, aber bei der Konstellation kann man eigentlich nur Stirb langsam wählen. Also ich würde auch Stirb langsam sagen, aber... Was willst du auch machen? Ja, Yippie-Ki-Yay, was sollst du machen? Das ist auch der Film, den ich sehr viel häufiger gucke als Stand By Me, einfach weil Stand By Me mich irgendwo am Ende immer doch sehr fertig traurig macht. Während Stirb langsam, da bist du halt am Ende einfach, ja, da freust du dich und dann ist der Film vorbei und der Böse ist tot und... alle sind glücklich. Und Asian Dawn-Bewegung? Ja, ich habe nur Thailand gesehen. Super. John McClane springt sich in die nächste Runde. Und wir haben eine Mats für die nächste Runde, die meiner Meinung nach bisher die einfachste ist. Jetzt könnt ihr ein bisschen... Na, das sagst du. Jetzt dürft ihr runterkommen. Ich finde, es wird jetzt wesentlich leichter. Mats, ab bitte. Na dann. Ja. Also... Ich meine, ich will nicht sagen, aber... Also definitiv die nackte Kanone. Ist das dein Ernstes? Nein, um Gottes Willen, nein. Stirb langsam. Stirb langsam hat schon wieder gewonnen, obwohl er nicht mal dabei war. Nein, Star Wars natürlich. Empire ist... Also, was soll... Troll. Sag nackte Kanone. Die nackte Kanone. Ja. Nee, aber ernsthaft, ich habe den damals im Kino gesehen. Ich habe mich totgelacht. Ich finde den toll. Ich habe den zweiten gesehen, habe mich totgelacht. Ich habe sogar 33 ein Drittel im Kino damals gesehen, habe mich totgelacht. Und gucke immer mal wieder Szenen. Es gibt im ersten Teil diese legendäre Szene, wo er am Pier ist und aus so einem Informanten eine Information rausholen will. Und dann reichen sie sich gegenseitig Geld hin und her. Da puller ich mir heute noch in die Hose bei. Ich muss jedes Mal die Schlüpfer wechseln danach. Empire Strikes Back ist toll, aber ich mag ja die Rückkehr der Jedi-Ritter sehr viel mehr und bin nicht so der Star-Wars-Fan, deswegen sage ich hier einfach mal, aus Trollerei, aber auch, weil ich es ein bisschen so sehe, die nackte Kanone. Also die nackte Kanone, also darüber streiten wir auch nicht, die sind lustig und ich mache mich da auch heute noch schlapp. Leslie Nielsen überhaupt, großartig, aber als Star-Wars-Kind... muss ja einfach Empire sein. Und der Witz übrigens ist großartig, wo er aus dem Flugzeug steigt und die Frau mit Blumen kommt und er sagt, danke, ich habe schon gefrühstückt. Ich weiß nicht warum, aber der kriegt mich jedes Mal. Aber ja, also ich, wie gesagt, meine Stimme zählt eh nicht, aber ich bin sehr froh, dass Empire gewonnen hat. Und ich sage Mats ab. Jetzt dürfte es spannend werden, gerade für Herrn Hein. Diese Teaser. Die Fliege, oder? Ja, das ist ja... Den zweiten Film brauchen wir nicht sehen. Den zweiten Film an. Ja. Das ist ja super gemein. Brauchen wir nicht zeigen, oder? Scheiße. Das ist übelst gemein. Das ist sehr gemein. Das sind 2 meiner Lieblingsfilme. Mhm.
Wer möchte zuerst? Ich will nicht. Ich kann nicht. Da kannst du mich auch fragen, um welches Kind ich irgendwie lieber habe. Also ich sag Robocop, aber ich erkläre gerne. Wir reden vielleicht später nochmal drüber, aber Robocop ist mein Lieblings-80er-Jahre-Film. Pass auf, damit wir es für Daniel noch schwerer machen, weil für mich ist es hier, ich sag tatsächlich, ich liebe beide Filme, aber ich sag tatsächlich das Ding aus einer anderen Welt, weil ich den einfach so, also... Nice. Ich gehe da mit, der ist ja fantastisch. Ist Hammer. Ich liebe den und den kann ich auch. Also mein Lieblingsmonsterfilm aller Zeiten ist The Thing, deswegen ich bin da voll bei dir, also aber ich bin so froh, dass er jetzt hier ich möchte jetzt nicht Daniel zur Haut schicken. Ich erwarte jetzt viel von dir. Komm, ja, ich auch. Komm. Lass dich nicht unter Druck setzen. Du musst mir nur einen der tollsten Filme abschießen. Ja. Genau. Oder einen anderen ehren, siehst so. Aber ich habe gestern erst wieder das Ende von Robocop geguckt. Weil es ist manchmal so, dass mir auf YouTube einfach so wahllos Clips von Filmen angezeigt werden, weil ich so viele davon gucke. Und dann das Ende von Robocop, wie er den einen Typen blutigst erschießt. Und ich dachte so, ich habe gestern so kann mein Abend enden. Also ich habe gestern das Ende von Das Ding nochmal gesehen. Was so großartig ist. Ja. Bam, bam. Hast du wirklich, hast du nicht. Voll. Das ist Manipulation, die gar nicht cool ist. Ey, Scheiße. Soll ich dich auf Time setzen wie im Poker? Wonach gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt nach dem Stellenwert für die Filmwelt oder gehe ich jetzt nach Persönlichem? Nach Persönlichem natürlich. Nach Persönlichem, ja. Weil Stellenwert lassen wir jetzt mal außen vor. Es ist hier rein persönlich. Ich hasse dich. Ich liebe es. Ich jetzt, liebe es, dass ich gerade nicht seinen Job habe. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, ich auch. Also eine Freundschaft ist hier nach beendet. Ja, Abo bei Kino oder Couch und bei Kino Plus. Steht beides im Raum. Pass auf, wir gehen persönlich, ne? Also ich gehe auf persönlich, ich kann es nicht anders machen. Also rein filmgeschichtlich ist für mich The Thing der objektiv gesehen bessere Film. Oh, jetzt kommt aber. Naja, das ist schon klar, jetzt kommt Robocop. Ich finde, also die unterschwellige Botschaft ist deutlich besser als bei... Also Ich finde die Satire in Robocop einfach die ist geil. Das Ding ist aber halt, es ist ja nicht nur die Satire bei Robocop. Das Ding ist halt, ja. Es ist nicht nur die Satire bei Robocop, es ist ja auch alles andere. Es ist ja wirklich die geile Action, es sind diese geilen Figuren, es sind die Splatter-Effekte. Und ich habe ja Robocop kennengelernt in der FSK 16-Fassung. Also noch nicht in dieser langen Fassung. Und ich habe den trotzdem, wirklich, ich habe diese VHS-Kassette bekommen. Ich habe sie rauf und runter geguckt. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und wenn ich jetzt rein persönlich von dem Film, der mich halt so direkt auf Anhieb mehr geflasht hat, gehen muss, dann muss ich jetzt einfach sagen, Robocop. Es brennt mir in der Seele. Für eine völlig gute Wahl, muss ich sagen. Ich muss sagen, deswegen bist du der Filmexperte Deutschlands. So muss ich das anfühlen, Hardy. Es brennt mir in der Seele, aber ich muss Robocop nehmen. Das ist okay. Wir sind keine Freunde mehr. Robocop geht... Kurt, John, es tut mir leid. Das ist auch immer so geil, wenn ich früher Partnerinnen von mir erklären wollte, weil ich habe immer so, wenn ich zum Geburtstag, durfte ich mir mal einen Film aussuchen. Und dann habe ich immer gesagt, Robocop. Mhm. Und die meisten kannten den nicht, weil sie dachten, was ist ein Roboter, der ein Polizist ist? Was ist das für ein Scheiß? Und dann musste ich denen immer erklären, nein. Nummer 5 lebt da ist viel Polizist. Mehr dahinter. Und ich glaube, die meisten haben es nicht verstanden. Mhm. Wir machen weiter und ich sag's ganz ehrlich, wenn diese beiden Filme ein Crossover hätten, das wäre was. Mats ab, bitte. Oh Gott, was ist jetzt das Crossover? Ja. Was kommt jetzt? Ich probiere übrigens mehreren Leuten noch für die Firma zu zeigen, ohne jetzt zu meinen. Arni, mein Arni. Mein Arni. Das finde ich ist für mich persönlich jetzt aber eine leichte Runde. Ja, für mich auch. Also das ist Terminator durch und durch. Ja. Also Arni, da geht gar nichts rüber. Ist ein bisschen blöd, wir haben bisher so die ganzen maskulinen Filme alle genommen und die ganzen actionlastigen Filme. Club der Toten Dichter muss ich aber auch wirklich dazu sagen, der wurde mir damals, da gab es den Begriff Hype noch nicht, aber irgendwie habe ich diesen ganzen Rummel um diesen Film nie... auf Anhieb so annehmen können. Ich auch im Nachhinein nicht. Mein Captain ist eine tolle Szene. Ja. Ich finde den schön so, aber es ist so nicht so, wo ich denke so, okay, wow, den muss ich jetzt jedem empfehlen. Nee. Und ich weiß, damit tun wir wahrscheinlich auch vielen Leuten aus weh, aber also bei der Konstellation... Terminator. Aber selbst wenn man es mal objektiv betrachtet, ich würde sagen, es gibt mehr Menschen, die mit I'll Be Back oder Ich komme wieder etwas mehr anfangen können, als mit Oh Captain, mein Captain.
Ich geb dir, also mich musst du nicht überzeugen. Na gut, aber wir haben jetzt gewählt. Okay, dann nächste Runde und ich, euch war es gerade zu männlich, oder? Mach's ab, bitte. Bitte mach's ab. Pretty Woman. Nee, 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 nee. Oh. Naja, das war die Szene. Aber guckt euch an, gegen wen er antritt. Ja, easy. Für mich auch easy. Ja. Super easy. Ja. Nicht jede Runde muss lang sein, übrigens. Ja, ich weiß, aber das finde ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen. Da wird mir jetzt wieder vorgeworfen, ich sei ein Troll, aber ich bin kein großer Fan von Scarface. Ich mag, nicht. Ich mag Al Pacino in dem Film nicht so sehr. Ich finde, er spielt mir zu sehr drüber. Ich mag auch vor allen Dingen nicht, dass das Gangstertum in dem Film glorifiziert wird. Also zu sehr. Ich bin da kein Fan von. Und Rambo, eine meiner Lieblingsreihen, der erste Teil ist. Absolut fantastisch, die Szene, die man auch gerade gesehen hat, die finde ich so gut, wie er ihn da so hat und sagt, I will give you a war, you will not, you can't understand oder irgendwie sowas. Oh, das ist so toll alles. Für mich ist Rambo. Ich gebe dir einen Krieg, den du nicht begreifen willst. Ja, genau, ich gebe dir einen Krieg, den du nicht begreifen willst. Für mich ist es auch Rambo, weil das war tatsächlich für mich die, ich hatte zwar Rocky, glaube ich, schon vorher gesehen, aber da war Stallone, hat mich noch nicht so wirklich überzeugen können, aber Rambo. Das war der Film, der meine, sag ich mal, meine Anhängerschaft oder mein Phantom zu Sylvester Stallone begründet hat. So. Da wird man zum Mann, während man den Film guckt. Auch das, ja. Auch das. Aber also ich muss sagen, ich fand das einfach Bombe. Also dieser ganze Film mit seiner Aussage, mit seiner Action und halt eben auch mit Stallone, einem Mann, der ist wirklich der perfekt für diese Rolle ist so. Und hättest, auch da die Entstehungsgeschichte ist auch wieder so geil. Hättest und, du das Originalende lieber gehabt? Indem er, um es euch zu sagen, sich erschießt? Ja. Eigentlich ehrlich gesagt, heftiger gewesen. Nein. Das wäre zu heftig, ehrlich gesagt, gewesen. Ich muss auch sagen, das wäre zwar als Aussage gegenüber halt eben der Behandlung der Vietnam-Veteranen nochmal eine Spur krasser und drastischer gewesen so, aber das ist ja anmutet, er kommt jetzt erstmal in den Knast. Finde ich eigentlich ist schon Schande genug für eben das amerikanische Volk. Hätte uns Stallone da nie erklären können, dass blaues Licht blau leuchtet. Und das ist der tollste Film, den du je gesehen hast anscheinend. Das ist, Ich meine auch, also ich möchte eigentlich dieses andere Ende nicht haben, weil dann hätten wir Rambo 2 nicht. Und Rambo 2 möchte ich in meiner Welt nicht missen. Rambo 3 möchte ich nicht missen. Ja, genau. Ja, beide möchte ich eigentlich nicht missen. Ja. Und Rambo 4 irgendwie und auch. Und John Rambo, der Rambo 4 finde ich war... Also Rambo 4 war auch noch gut. Ja. Der fünfte war halt unnötig. Der fünfte war ein bisschen... Willst du noch was sagen zu der Scarface-Debatte, oder? Ich mag Scarface, aber hier würde ich mich auch für Rambo entscheiden, weil es ist einfach die interessantere Figur und Punkt. Tatsächlich, das nächste Match ist der zweite Film auf der Liste, den ich nicht gesehen habe. Zuerst war Stand By Me, jetzt ist der einzige andere Film auf der Liste, den ich nicht gesehen habe. Deswegen, Mats ab. Aber ich weiß, also bitte macht jetzt keine Fehler, sag ich jetzt. Bitte macht ihr jetzt keine Fehler. Oh, ich habe noch mein Gitti-Tisch oder was? Oh, komm. Ja. Also auch. Ich bin zwar ein großer Studio Ghibli-Fan. Du hast Ghostbusters noch nicht gesehen. Ja, genau. Ja, stimmt. Und ich Schande. liebe Totoro, aber sorry, also da geht für mich nichts über Ghostbusters. Also das ist halt einfach auch so ein Film meiner Kindheit, den ich irgendwie rauf und runter geguckt habe. Auch dank meines Onkels, der den in seinem Regal stehen hatte. Deswegen ist es für mich. Also hier ist es für mich leider auch eindeutig, weil es ist Ghostbusters. Ich war in Ghostbusters im Kino. Ich bin, glaube ich, zweimal sogar ins Kino gegangen, was damals ja schon eigentlich eher unüblich war. Und deswegen, der Film ist auch so ein Großteil meiner Jugend. Ich weiß noch, damals gab es auf Sat 1, haben sie den gezeigt, als einer der ersten so richtigen amerikanischen Blockbuster, die man so im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im Privatfernsehen sehen konnte. Ich habe mir den da aufgenommen und da auch wieder rauf und runter geguckt. Und Totoro habe ich halt einfach viel zu spät kennengelernt. Also das wäre unfair jetzt, wenn wir wirklich auf die 80er das münzen, dass ich da Totoro mit einwirke, weil den habe ich halt einfach später kennengelernt. So. Hab ihn nie gesehen. Schöner Film. Wir haben zu Hause, also die Familie liebt den. Unsere Tochter ist der größte Ghostbusters-Fan. Meine Frau liebt Ghostbusters und ich natürlich auch. Wir haben einen Marshmallow-Mann, der, wenn man ihn drückt, dann rummelt der so. Wir haben dieses Ghostbusters-Zeichen, das leuchten kann. Wir sind da total ausgestattet. Bei Totoro muss ich sagen, meine Ghibli-Liebe begann erst mit Mononoke.
Und als ich Totoro später nachgeholt habe, dachte ich so, der ist schon sehr fantasievoll und es ist toll gezeichnet, aber der ist mir noch ein bisschen zu langsam. Der erzählt diese tollen Geschichten, die Ghibli später erzählt hat, nicht, sondern ist mir noch ein bisschen zu naiv, deswegen würde ich mit Ghostbusters gehen. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass er damals in Japan im Double-Feature mit Die letzten Glühwürmchen lief. Ne? Ja, das habe ich neulich erst gelesen. Wo ich mir echt denke, okay, wie vor allem... Total Depression. Wie guckst du die denn? Weil Die letzten Glühwürmchen, da bist du danach einfach nur zerstört. Und mein Nachbar Totoro ist halt... putzig, süß und niedlich, also ich wüsste nicht, wie ich... Ja, ja. Obwohl der auch schon eigentlich eine krasse Hintergrundgeschichte hat mit der Mutter, die im Krankenhaus ist. Ne? Also ja, na klar, aber da halt vertuschen sie es halt mehr so mit süßen, großen Monstern und so. Ich finde halt, Totoro ist halt ein wirklich für mich perfekter, lupenreiner und wirklich toller Kinderfilm. Ja. Es ist kein Familienfilm, es ist ein Kinderfilm, bei dem man als Erwachsener das Glück hat, dass einen auch die Geschichte und die Zeichnung und alles anspricht. So, ja? Also es ist also es ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, der ist nicht für die ganze Familie, sondern der ist eigentlich für Kinder gedacht und hat das Glück, dass er Erwachsenen auch gefällt. Und es ist ein toller Film, aber ja, rein persönlich ist es halt einfach Ghostbusters. Ja. Ich muss dich angucken. Bastian makes me feel good. So. ich weiß tatsächlich, was Sebastian als nächstes wählen wird beim nächsten Match. Das weiß ich ohne Frage. Bin eigentlich bei euch auch sicher, bei ihm weiß ich es, deswegen Mats ab. Na, jetzt bin ich das wird jetzt schnell. Ich glaube, das wird jetzt sehr schnell. Jetzt bin ich gespannt. Das ist halt... Ja. Oh. Ja. Ihr müsst auch nicht ausführen, würde ich sagen. Weiß Phil Collins, dass sie seine Hemden geklaut haben? ich mach's schnell. Breakfast Club. Ariel. Wirklich? Ja. Das war der erste Disney-Film, den ich im Kino gesehen habe. Es ist bis heute mein Lieblings-Disney-Film. Jetzt kommt hier sogar eine Wespe, um mich zu stechen. Punkt. Ich gebe an euch ab. Das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich liebe beide Filme unendlich. Weil Ariel ist der Film, der mich mit meinem Namen näher gebracht hat. Weil ich habe meinen Namen Sebastian früher echt als Junge, ich habe das gehasst. Und dann gehe ich ins Kino und sehe da eine coole Krabbe, die die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend rennt und die heißt auch noch Sebastian. Das ist verdammt schön. Aber ich. Hey, 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 hey. Ja, ich weiß. Küss sie doch. Schalalalalala. Sehr schön. Oh, sing off. Wir kriegen noch ein Copyright. Ja, genau. Man, see the white. Nee, ich glaube, ich gehe tatsächlich auch mit Ariel. Was? Ja. Was seid ihr denn? Ich bin ich hier gelandet? ich fühle deinen Schmerz. Alter. Aber nee, also, wow. Also okay. Wenn du mir die Konstellation hinstellst, glaube ich, würde ich mir wirklich... Gut, habe ich halt später einen Film, über den ich mich leichter hinwegsetzen kann. Okay. Ich bin sprachlos, das erste Mal hier. Das erste Mal hier bin ich sprachlos. Okay. Ich bin fassungslos. Aber tatsächlich, fassungslos. Ihr werdet wahrscheinlich sprachlos, was ich wählen würde im kommenden Match. Mats ab, bitte. Breakfast Club. Jo. Schwer. Ja. Egal, was jetzt kommt. Ja, deswegen. Ah, okay. Oh. Ja. Ja. Ja, wer sich schon mal auf meinen Kanal verirrt hat, weiß, das ist einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, Die Fliege. Deswegen, den nehme ich. Das ist Platz 2 auf meiner ewigen Bestenliste, einer der besten 80er-Jahre-Filme. Wenn es nach mir ginge, würde der ganz nach oben hier wandern. Schröck! Du machst dir nicht so leicht, oder? Nee, ich finde beide Filme echt wirklich gut. Ich mag beide Filme sehr. Und wenn ich mich dafür entscheiden muss, welcher Film mich so damals als am eher noch angesprochen hat, beziehungsweise in welchen Film ich leichter reingefunden habe, dann muss ich mich hier tatsächlich für Harry und Sally entscheiden. Oh okay. Nein, jetzt bin ich der Sebastian Tiebreaker darf auch mal eine schwere Wahl jetzt treffen. Ich finde es aber auch echt schwer. Also, und vor allem, ich meine, Die Fliege hat ja auch eine, finde ich, sehr, sehr schöne Liebesgeschichte. Ja, die schönste schreckliche Liebesgeschichte. Und sorry, also dieses Creature-Design auch in diesem Film, wenn er halt wirklich zum Schluss zur Fliege an sich. Aber auf der anderen Seite, sorry, wenn Harry und Sally ist halt auch so toll. Also ich liebe das, wenn er am Ende da bei dieser Silvesterfeier ist das da und ihr diesen Monolog hält. Ich liebe dich, dass wenn du immer irgendwie streng guckst, ja, genau, eine Falte zwischen den Augen bildet.
Ich bleibe einfach ein bisschen länger am Telefon und stöhne ein bisschen. Leider kann ich jetzt keinen Song aus Die Fliege singen. Ey, aber die Fliege, ne? Die Szene, wenn Gina Davis am Ende vor ihm steht und wirklich nicht weiß, was sie machen soll. Ja. Und die Fliege nimmt diese Schrotflinte und packt sie sich so auf den Kopf. Ja, und dieser Schrei von Gina Davis oder dieses Aufheulen, das ist herzzerreißend. Also wirklich, es ist herzzerreißend. Ich habe es aber erst später zu schätzen gelernt. Nee, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn geil, einfach nur wegen dem ganzen Gore Gekröse. Und weil das halt irgendwie. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen und gedacht, okay, das ist eigentlich Spider-Man nur umgekehrt, wenn Peter Parker irgendwie tatsächlich zur Spinne werden würde. Weil ich meine, wenn er auch so am Anfang tut, was ich für tolle Fähigkeiten. Ich nehme die Fliege. Sorry. Also yes. Also Harry und Sally auch toll. Das ist hier halt auch echt fies, aber die Fliege, finde ich, gibt mir einfach noch mal ein bisschen mehr. Keine Liebe für Harry und Sally. Ich finde das so schön. Doch, sehr viel Liebe für Harry und Sally. Ich bin ja ein großer Rom-Com-Fan. Ich finde das so schön, was Cronenberg aus dieser Originalidee gemacht hat, die damals ja noch wie hieß er nochmal, Vincent Price war. Dass er da einfach so Body-Horror draus macht. Und diese Ängste vor dem Älterwerden verarbeitet. Das ist so toll. Und Fingernägel rausziehen. Ja. Also, eine Sache sage ich euch jetzt, okay? Ich will mich hier in diesen ganzen Prozess nicht einmischen. Aber wenn ihr im kommenden Match mich enttäuscht, ich weiß nicht, ob ich die Show abbreche. Ich sag's nur. Deswegen, Ich bin gespannt, wie viele Leute im Stream schon abgebrochen haben aufgrund der Entscheidung. Deswegen, deswegen Mats ab, bitte enttäuscht mich nicht. Jetzt weiß ich, was ihr von uns möchte. Mal gucken, was jetzt der Gegenspieler ist. Ja. Boah, das ist gemein. Einfach. Das ist mega gemein. Einfach. Ja, das ist. Es ist einfach. Es ist einfach. Also für mich ist es ganz klar Predator. Zurück. Ganz klar Predator. Danke. Ich liebe Lethal Weapon, aber Lethal Weapon, muss ich sagen, gewinnt mit der Masse an Filmen deutlich mehr als erster Teil. Also wenn ich Lethal Weapon den ersten Teil mir anschaue, der ist noch so ein bisschen ernster und irgendwie. Die Chemie ist noch nicht so ganz da, wie sie in den weiteren Teilen. Das mag ich aber in dem Film. Ich mag eigentlich am ersten Teil, dass er nicht so comedyhaft wie die Nachfolger waren. Ich mag, dass es im ersten Teil wirklich noch um einen suizidgefährdeten Polizisten geht, der wirklich toll von Mel Gibson gespielt wird. Ich finde die Action hier roher. Klar, später wird sie größer, aber ich mag das hier eigentlich sehr gern. Ich muss aber sagen, als ich ihn dann später gesehen habe, war die dann doch, also gerade Hand-to-Hand-Combat wird sehr verschnitten. Der Kampf mit Gary Busey ist halt leider gar nicht zu erkennen, ist wirklich so, aber Gary Busey ist halt auch ein toller Bösewicht gewesen. Gary Busey auch toll war in einem Sequel zu Predator 2. Ja, aber ich habe ja nichts mehr zu melden, aber ich würde mich auch für Predator entscheiden. Richtig. Sehr gut. Und ich kann jetzt eigentlich schon Vorstellungen machen für das nächste und sagen, you chose wisely. Mats ab. Ui, bitte nichts Schlimmes. Ja, als nächsten da. Film. Bitte. Nichts Gutes. Ja. Boah, das ist ein fieses Matchup. Ja. Total schlimm. Ich mach's schnell. Ja. Ich bin ewiger Indie-Fanboy, Indiana Jones, und der letzte Kreuzzug war der erste Indiana Jones-Film, den ich im Kino sehen durfte und gesehen habe, weil damals bei den anderen beiden war ich noch zu jung. Für mich ist eine Welt in Erfüllung gegangen. Dieser Film ist einer der wenigen Filme, die ich noch mit meinem Vater im Kino gesehen habe. Er bedeutet mir eine ganz, 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 ganz große Menge an einfach Geschichte und persönlichem Werdegang. Ich durfte jetzt auch Ford noch einmal interviewen, so was dann diese Reise nochmal abgeschlossen hat für mich. Ich kann nicht anders als Indiana Jones nehmen. Auch wenn Shining ist wirklich ein fantastischer Film, aber den habe ich auch erst später schätzen gelernt. Indiana Jones war ich auf Anhieb schockverliebt. Also wirklich, es ist einfach. Du musst dich nicht entschuldigen. Okay. Das ist ja nicht so, als hättest du Predator rausgekickt. Sebastian, ich weiß, was du sagst. Ja, das ist bei mir auch Indie. Also Shining ist toll, aber ich bin halt auch wie Schreck so ein Indie-Fanboy. Indie hat meine Kindheit mehr geprägt als Star Wars. Ich wollte unbedingt Archäologe werden. Und Indie 3 ist für mich einfach auch so der perfekte Abenteuerfilm, der wirklich so alle Komponenten hat, so diese Schatzsuche. Wir gehen von Ort A nach Ort B und dann kein kämpfen Gramm wir zu da. Viel. Und also auch die Chemie zwischen Sean Connery und Harrison Ford, so als Vater und Sohn, ist einfach großartig, deswegen Indie.
einer der lustigsten Umschnitte. Du musst gar nichts mehr sagen, weißt du? Du musst dich gar nicht in die Bedrohung. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich würde Shining sagen. Ich tatsächlich. Auch. Shining, also wenn beide sind toll, aber wenn ich einfach nur nach dem Instinkt gehe, der mir sagt, so, das ist der Film, der irgendwie mehr mit mir gemacht hat, dann ist es Shining. Ich finde das Schauspiel von Nicolas Cage, wollte ich gerade sagen. Ja, Nicolas Cage war super. Oh, Nicolas Cage in einem Remake to The Shining, make it happen. Ja, unbedingt. Und Nicolas Cage als Jack Nicholson in The Shining. Fantastisch. Nee, ich finde den ein bisschen besser. Ich auch. Wobei aber ich auch nochmal für einen Crossover beziehungsweise für eine nette Idee plädieren möchte, weil du vorhin nochmal angesprochen hast, dass Mel Gibson den gebrochenen Menschen und so cool spielt und das mit dem Witzigen erst. Ich hatte mal vor einiger Zeit den zweiten Lethal Weapon noch gesehen, den ich persönlich am besten finde von den vier. Und da gibt es diese Szene, wo er ja bei den Arien, bei den Südafrikanern da in diesem Büro ist und auf die wartet und die kommen so rein. Und in der Szene habe ich mir gedacht, was wäre gewesen, hätte Mel Gibson mal den Joker gespielt? Ja. Stimmt, ja. Ne? Ja, ja. Der war richtig stark in der Zeit damals. Der war ein so guter Schauspieler. Der hätte das gemacht. Aber Shining, ey, was soll ich sagen? Shining hat mich auch wirklich erwischt, aber den habe ich halt einfach viel später zu spät kennengelernt oder zu spät dann wirklich schätzen gewusst so, und auch richtig verstanden. Ne? Also beziehungsweise so ein bisschen mehr in die Materie eintauchen können als bei der ersten Sichtung. Das war mir alles noch ein bisschen fremd. Aber der ist so hochatmosphärisch. Ja, ich liebe den so sehr. Ey, Shining ist ein fantastischer Film. Also, nächste Runde. Wir haben nämlich einen Gewinner, es ist Indie 3. Nächste Runde, bitte. Oh Gott, ich hasse mich. Jetzt bin ich gespannt. Den liebe ich. Oh, das ist ganz einfach. Ja? Das ist super einfach, weil ich finde, ich habe die Goonies. Können wir eigentlich schon reden? Hört man das? Ja, ich hoffe schon. Ich habe die Goonies vor ein paar Jahren nochmal nachgeholt und fand den zum Kotzen. Ich fand den richtig, richtig schlecht. Der ist ganz mies gealtert. Ich fand ihn als Kind, glaube ich, gar nicht übel. Aber der geht heute gar nicht mehr. Und Poltergeist funktioniert auch heute noch. Einer meiner Lieblingshorrorfilme aller Zeiten, Poltergeist. Schröck. Pass auf, ich mach's Schröck einfach. Ich mach's ihm einfach, weil ich gehe auf Poltergeist. Ich liebe zwar die Goonies, ich habe den auch vor kurzem nochmal gesehen und ich kann mit dem auch immer noch, vielleicht ist es einfach so, weil da so viel Kindheit auch noch bei mir mit drinsteckt, aber Poltergeist finde ich ist einfach so der Film, wo ich sage, ja, da gebe ich David recht, so, der ist halt wirklich, also wenn du mir jetzt diese beiden Filme hinlegst und sagst, okay, welchen davon solltest du jetzt eher gucken, dann würde ich auch Poltergeist sagen. Shoutout geht raus an Jenny aus der Moviepilot-Redaktion, denn ich habe sie davor gefragt, was ist der beste Film der 80er und sie hat gesagt Poltergeist, also. Ja, der ist auch toll. Gut, er hat dieses Image, ne, Emblem, hat er natürlich echt krass geprägt mit dem Vorort und so weiter und da es egal ist, was ich sage, ich bin auf jeden Fall immer bei Goonies. Goonies ist einfach für mich auch, wie gesagt, Teil meiner Jugend und ich habe den mit meinem Sohn letztens noch geguckt und da war ich doch erstaunt, dass so gewisse Szenen, das hatten wir eben gerade gehabt, so gewisse Szenen, die würdest du heute einfach nicht mehr in einen Kinderfilm bringen. Ja. Der hat ein paar Szenen und da ist diese Oktopus-Geschichte ja noch gar nicht mit dabei, die sie ja rausgeschnitten haben, aber der hat ein paar Szenen, die sind halt schon echt unheimlich. Die sind irgendwie creepy irgendwie und ja, so ein paar Effekte sind auch nicht wirklich gut gealtert, aber ey, Arschloch-Alarm und Blood, Chunk. Ich liebe diesen Film. Ich kann ihn mitsprechen. Ich finde, das ist die Jugend, die ich nicht hatte, beziehungsweise das Jugendabenteuer, was ich immer erleben wollte. Dementsprechend Data. Poltergeist weiter. Ich hatte sowas ständig in meiner Jugend, deswegen ist es langweilig. Ja, da hast du halt ständig eine geile Jugend Abenteuer. Ja, aber Schiffe, gut, es ist egal, ich hätte Goonies genommen. Für mich ist Goonies, wie gesagt, eine ganz, ganz große Liebe. Poltergeist geht weiter und bitte Mats ab zur nächsten Runde. Wobei ich Poltergeist auch wirklich gut finde. Ne? Also ich finde die nächste Entscheidung eigentlich recht einfach. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde die nächste Entscheidung einfach. Zurück in die Zukunft. Ja. 1.21 Gigawatt? Ja. Natürlich. Ja. Ja. Okay, wir müssen nicht lange drüber reden, oder? Nee. Vergessen wir es einfach. Und Nightmare ist schön, ne? Aber, ja, Nightmare hat nicht den Impact gehabt. Nee. So. Also beziehungsweise hat in seinem Horrorbereich den Impact gehabt, aber ich wollte ums Verrecken diese Weste. Ja, der und der DeLorean. Ja, und ja. Ich wollte es einfach haben. Ja, so. Und die Schuhe und alles so. Ich fand, Michael J. Fox war einfach der coolste Dude auf der Leinwand. Ich habe die Frisur von Doc Brown. Perfekt. Ja. Also. Und den Bart von Hulk Hogan.
Ja, ich hätte jetzt Ron Jeremy gesagt. Ron Jeremy. Wer kennt den denn noch außer dir und mir? Ja. Und dir? Nee, ich weiß auch nicht, worüber ihr gerade redet, aber okay. Gut. Wollt ihr es auf? Dann kenne ich ihn auch nicht. Okay. Oh. Ach so, jetzt weiß ich. Ist wirklich nicht, wer Ron Jeremy ist? Oh doch, jetzt weiß ich. Ich habe nur Jeremy verstanden. Ach so, okay. Oh ja. Gott, ja. Danke. Hey, come on. Ja. Mein Neid ist dir sicher. Nächste Runde, Mats ab. Nächste Runde. Ja, einfach. Also ich muss sagen, für mich wäre es einfacher gewesen, wenn es die Fortsetzung gewesen wäre. Ja. So, der erste Teil aber ist halt, Evil Dead 1. Der erste Teil ist halt Batman. Trash. Batman ist... Ich habe neulich erst wieder mir nur der Anfang, wo das Symbol eingeblendet wird und die Musik von Danny Elfman kommt. Und allein das ist besser als alles andere in den 80ern. Wir kriegen so krass einen Copyright-Claim, wenn ihr weitermacht. Batman. Ich muss auch sagen, Batman, weil Tanz der Teufel, das war die Legende, die Schulhof-Legende. Ja. Keiner hatte diesen Film je gesehen, aber alle wussten, wie alle Einzelheiten aus diesem Jeder Film. Jeder hat eine andere Szene aus dem Film mir immer erklärt, die es dann nie gab in diesem Film. Und dann sieht man ihn dann doch irgendwann. Und ich muss sagen, auch beim als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ja, ich habe verstanden, warum der so einen legendären Ruf hat, aber die Baumvergewaltigungsszene, von der alle gesprochen haben, habe ich mir dann doch irgendwie anders vorgestellt. Und irgendwie waren dann doch so ein paar Sachen einfach zu sehr Kartoffelbrei und zu wenig irgendwie überzeugend. Ja? Am Ende sind ihm ja dann die Schauspieler tatsächlich weggelaufen, weil die Verträge, glaube ich, durch waren oder sie hatten nicht mehr Verträge. Deswegen sind die letzten Kreaturen nur er und Rob Tappert, die sich dann Perücken aufsetzen. Deswegen werden diese Dämonen immer hässlicher und unkenntlicher am Ende, weil die Originalschauspieler nicht mehr da waren. Und das finde ich, ist nett, aber das ist halt... Es ist eine coole Geschichte rund um den Film und da ist eigentlich schon fast das Ganze drumherum spannender als der eigentliche Film. Der zweite Teil ist ja wie ein Evil Dead 2 hat das dann halt besser gekriegt, deswegen würde ich hier auch sagen Batman. Evil Dead 2 wäre auf jeden Fall die schwierige Evil Dead 2 wäre klarer Sieger. Also wäre klarer Sieger gewesen. Aber ja, Batman ist weiter. Auch nicht. Ich war so wirklich, ich habe alles von diesem Batman-Film mir gekauft. Mega. Ich habe noch so ein Begleitheft. Irgendwie so ein Hochglanz, ne, mit so einem Begleitheft. Ja, wirklich, wo alles drin erklärt war, ne, dieses ganze Auto. Gab eine Doppelseite mit einer Blaupause von diesem Auto und einzelnen Spezifikationen, die da erklärt worden sind. Ich habe mir den Soundtrack auf MC gekauft. Irgendwie so, also ich war... Wir haben Batman auf dem Schulhof nachgespielt. Ja. Immer. Jeder durfte mal ran. Also weil alle wollten immer Batman sein und keiner Robin. Jeder durfte mal ran? Ja. Auf dem Schulhof. Oh, das Motto meiner Jugend. Wir sind jetzt im Achtelfinale. Wir haben jetzt alle Filme vorgestellt. Okay. Jeder durfte sich mal battlen. Und jetzt wird's. Jetzt müssen die Gewinner gegeneinander antreten, denn Batman ist weiter. Und damit sage ich: Mats ab! Creature vs. Creature, sage ich jetzt schon. Ja. Na. Okay. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass das. Es ist ganz viel, was jetzt so passt, gegeneinander anzutreten, muss ich sagen. Ja, das ist für mich Aliens. Aliens gewinnt und damit machen wir weiter mit der zweiten Runde des Achtelfinales. Oh, das könnte ich nicht. Das könnte Mats ab, ich könnte es nicht. Wir konnten schon vorher die ganzen Sachen nicht, was soll das? Also das kann ich gar nicht. So. Was kommt jetzt? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ja, weiß, was David sagt. Wir wissen, was ich sage. Wir wissen, was David sagt. Ich sag Stück langsam, klar. Ich trolle wieder. Nee, das ist hier kein Getrolle. Das ist kein Getrolle. Okay, okay. Also ich muss halt auch sagen, fairnesshalber, um David zu unterstützen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Einfluss nehme, aber Empire Strikes Back braucht den ersten Teil. Und das funktioniert auch so. Ich finde, Empire Strikes Back braucht für mich immer auch den dritten Teil. Und das ist halt so dieser... Die Krux bei diesen Mittelstücken, ne? Bei diesen ebenso. Das ist halt so... Also ich könnte mir jetzt nicht Empire Strikes Back angucken, um zu sagen, ich gucke mir einfach nur diesen Film an. Mache ich aber auch. Und ja, aber... Du bist ein Freak. Ich weiß. Aber... Also mein Star Wars Herz blutet ein bisschen, aber ich glaube, in diesem Fall würde ich auch ein Stück langsam sagen. No!
Gut, dann ist das Thema ja... Was würdest du sagen? Ich bleib bei Empire. Ah, okay. Also, weil, ja, stirb langsam, ihr habt recht, der besteht natürlich allein. Ja, er kann wirklich wundervoll jederzeit von allen möglichen Menschen geguckt werden und man braucht kein Vorwissen. Aber was soll ich sagen? Also, die zwei Filmreihen, die meine Kindheit geprägt haben, sind nun mal Indie und Star Wars. Und dieser zweite Teil, ich weiß noch, wie fertig dieser Film mich gemacht hat. Ja. Wirklich, ich war am Ende, ich war richtig am Boden, weil ich nicht verstehen konnte, warum der so negativ endet, nachdem der erste so positiv geendet ist. Und deswegen, dieser Film hat so viel in mir gemacht und ausgelöst. Ich würde bei Empire bleiben. Aber naja, es gewinnt trotzdem ein sehr geiler Film. Also ja, Die Hard gewinnt, also dafür muss man sich nicht schämen. So. Es geht weiter mit dem Battle der Mean Machines. Mats ab. Mad Max und Terminator. Ah nein! Oh nein! Oh Gott! Jetzt kommt Terminator. Ja, ja gut. Na, David, bist du mir treu? Ich bin mir treu. Für mich ist es weiterhin Robocop. Der erste Terminator, der ist stark und ich weiß, dass viele den mehr mögen als den zweiten, den ich ja mehr liebe. Der erste Teil ist halt ein ganz klassischer Horror-Monsterfilm, ehrlich gesagt, mit einer tollen Prämisse, aber Robocop ist stärker, weil er auch noch diese Metaebene hat, weil er die krasseren Effekte hat und den schlaueren Regisseur, sage ich jetzt mal einfach. Paul Verhoeven ist einfach ein Genie und deswegen, ich gehe mit Robocop. Schröck, du leidest, ich sehe es. Ja, ich leide wirklich. Brauchst du ein Wasser? Geht's dir gut? Also da wir ja noch einen anderen Arnold Schwarzenegger-Film im Petto haben und ich ja vorhin schon wirklich gesagt habe, dass mich Robocop auch in der FSK 16-Fassung wirklich richtig abgeholt hat, aber Terminator halt auch. Ey, ich weiß noch, oh, das ist so scheiße, das ist so scheiße. Da gibt es diese Szene, wenn dieser kleine Lastwagen auf der Straße steht und dann kommt das Auto angerollt und Arnold rollt über diesen kleinen Lastwagen drüber. Und das war eine Szene, die habe ich damals in der ZDF-Kinohitparade mit Sabine Sauer gesehen. Und wir sind so bei der Kinohitparade angekommen, André lächelt, glaube ich. Und mit Sabine Sauer vor allen Dingen, als würde jemand, also ich weiß nicht, wer sich Sabine Sauer hält. Shoutout geht raus an Sabine Sauer. Sabine Sauer war verantwortlich dafür, dass ich halt wirklich in sämtliche Filme gegangen bin. Wollen wir es dir noch schlimmer machen? Sebastian, willst du zuerst sagen und ja, er leidet komm, noch mehr? Nee, lass. Nee, das ist hier, nee, komm. Also, komm Mitte. Ich sag, nee. Ich sag, komm, ich mach schnell, ich sag Robocop. Robocop, ja, ich hätte auch Robocop. Du hast auch Robocop gesagt? Ja. Ich bin du kennst, ich bin tatsächlich auch mehr Fan tatsächlich von Terminator 2 als von Terminator 1. Und, ich auch, aber... Robocop finde ich da dann doch nochmal eine Stange. Nicht cooler. Von Terminator 3, Rise of the Machines? Nee, von Dark Fate. Talk to the Hand. Talk to the Hand. So, okay, krass. Ich hasse mich gerade. Ja, dann kann ich nicht, ich kann es mir nicht verkneifen. Hasta la vista, baby. Und Mats ab zum nächsten Duell der Giganten. Ich wollte eigentlich mit guter Laune raus. Fühl mich richtig schlecht. Bitte jetzt nichts Schlimmes. Das kommt was Schlimmes, glaub ihr. Ja, nee, trotzdem. Boah, ganz schwer. Nee, in diesem Fall nicht. Also das ist für mich Rambo. Ja. Das ist für mich Rambo durch und durch. Zack. Mad Max. Wow! Das habe ich nicht kommen sehen. Jetzt hat er doch das Ende bekommen, das Alternative im Film. Schau, Rambo. Ja, aber ey, Mad Max, come on, ey. Der hat einfach die geilere Action. Und Mad Max, die Figur an sich, ist halt auch schon geil. Der hat auch die Postapokalypse. Ich hatte jetzt ein Video darüber gemacht. Ich dachte immer, Mad Max hat die begründet, aber das ist nicht wahr. Es gab vorher noch die Junge und sein Hund, 75. Oh, mit Don Johnson. Genau, mit Don Johnson und seinem Hund. Und aber Mad Max hat das quasi so, ne, dieses... Salonfähig gemacht. Ja, diese Symbolik von Lederfetzen, von kaputten Autos, von Wüste und Leuten, die dann sich so fast so punkartig anziehen. Mad Max hat das begründet und das ist bis heute geblieben. Deswegen darf ich sagen, dass es krass ist, dass das Achtelfinale, das ich persönlich schwieriger finde als das 16. Finale, ihr so durchrast? Soll ich nur sagen? Ja, weil ich glaube, wir haben schon mal einmal Entscheidungen getroffen. Ja, genau. Ihr reißt das Pflaster echt schnell ab. Ich glaube, jetzt weiß man so, man hat seine Lieblinge und ich glaube, man macht dann so auf Gefühlsbasis. Ja. Okay, mal gucken, wer jetzt der Liebling ist. Also ich war da voll überrascht, deswegen Mats ab, ich kann euch nicht mehr einschätzen. Mats ab. Bitte, bitte, bitte.
bitte? Nicht Poltergeist, bitte? Nicht Poltergeist. Achso. Wäre aber lustig gewesen. Da sind wir uns einig, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, wie ihr beiden Meerjungfrauen dazu steht. Aber ich muss sagen, ich bin bei Ghostbusters. Ja, ich auch. Ich auch. Okay, das ging schnell. Ciao, Ariel. Mats ab. Nimm mal auf. Monster vs. Monster. Oh, bitte nicht. Ah, jetzt bitte, bitte, bitte. Oh, jetzt. Dann wird's einfach. Ne? Dann wird's einfach. Ja. Oh, das ist super ich scheiße. Ich sag euch erneut, nichts Falsches hier. Ich sag auch nichts Falsches. Ich sage, das ist gemein. Wenn es blutet, können wir es töten. Und deswegen sagst du Predator. Deswegen sage ich Predator. Für mich ist es die Fliege. Wow. Sebastian, unsere Freundschaft. Ganz dünnes Eis so. Jetzt muss ich echt überlegen. Oh, das ist echt hart. Das ist echt hart. Sind beide super toll. Die Fliege. Wo ist der Predator-Song jetzt? Nee, aber tatsächlich. Die Motherfucker? Da kommt jetzt mein Ani-Fan. Es gibt doch so ein Musical. Da kommt mein Ani-Fan. Bleeds You Can Kill It. Gibt's auf YouTube, glaube ich. Kennt ihr das? Ja, klar. Es gibt auch Bleeds You Can Kill It. Es gibt auch Get to the Chopper als Song. Ah, okay. Nee, da gehe ich mit Ani. Sorry, die Fliege, es tut mir echt weh, aber da sorry muss, an die Fliege, da muss an alle Fliegen da draußen. Fliegen nach Hause. Aber da muss der Predator durch. Ja, finde ich gut. Also ich finde das toll. Ich lache diese Fliege aus und mache. Nächste Runde bitte. Ich weiß, was sie gewinnt. Ich kenne euch. Also, ich bin ehrlich, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so aus dem Stand. Beides ähnliche Filme, so vom Unterhaltungsfaktor. Wenn ich jetzt nur aus dem Bauch heraus entscheiden müsste, würde ich Batman sagen. Zurück in die Zukunft, auch fantastisch, aber Batman war als Kind noch mal mehr meins. Und ich muss sagen, dass Zurück in die Zukunft, ich bin ja eher so der Fan vom dritten Teil. Der dritte ist für mich mein Favorit. Ey, wir machen den Bluttest wirklich. Lass ihn uns hier machen. Eve, hol sofort jetzt irgendwas zum Abschneiden. Ich bin halt auch ein Riesenverfechter vom dritten. Ja. Ich verstehe immer nicht, warum der so viel Hass hat. Ich liebe den dritten. Ja. Okay. Alle toll. Können wir uns einfach darauf einigen, dass sie alle toll sind? Ja, das sind schon alles drei tolle. Ja, also ich sag Batman. Batman? Es ist... Ich mache es Schreck mal schwer, aber ich auch einfach so würde ich tatsächlich Zurück in die Zukunft wählen. Weil ich mag bei Batman, ich mag einfach Batman Returns noch sehr viel mehr. Ja, stimmt. Und der ist halt noch einfach noch viel besser und viel schräger. Und viel mehr Burton. Vor allen Dingen viel mehr Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Aber Zurück in die Zukunft gewinnt da für mich. Ja, Batman. Geil, das Great Scott. Power of Love. Also, ich muss sagen, leider hat doch Earth zurück Angel, in die Zukunft. Earth Angel. Zurück in die Zukunft hat deutlich, also hat einfach noch mehr Spuren hinterlassen. Deswegen bin ich hier auch bei Zurück in die Zukunft. Gute Wahl. Ja, gut. Also Zurück in die Zukunft. Egal, was dieser Bluttest sagt. Geht weiter. Wir sind geschiedene Leute. Batman geht kacken, Zurück in die Zukunft geht weiter. Nächste Runde bitte. Hoffentlich die richtige. Yes. Oh, bitte nicht. Bitte Poltergeist, oder? Bitte nichts Falsches. Ja, okay. Das ist ist einfach. Ich höre schon von den Linken, dass meine Wahl nicht getroffen würde. Dann sage ich jetzt einfach nichts. Mach doch mal ihr. Ja, in die drei. In die drei. Ja. Du darfst aber sagen, es bedeutet nichts. Vielleicht hören die Leute nicht mehr zu. Aber du darfst es sagen. Ich würde trotzdem Poltergeist sagen. Also beide sind fantastisch, aber ich möchte einfach, dass Poltergeist, der kriegt nicht genügend Liebe, finde ich. Findest du echt? In der Welt da draußen. Also was man auch mal bei... Ich habe den noch nicht meiner Tochter gezeigt, die fand den sterbenslangweilig. Ja? Ja. Oh, Poltergeist? Deswegen, fand die langweilig? Genau, deswegen jetzt Clown, seitdem wohnt sie nicht mehr bei uns. Alles nicht cool? Nee, sie wollte unbedingt Chucky gucken. Dann habe ich ihr den Original Chucky angemacht. Ist langweilig. Dann haben wir den 2019 dann geguckt. Der ist so spitze. Den findet sie fantastisch. Oh, das muss ja wehtun. Das Remake fand ich ja furchtbar. Ich fand es okay genug. Auf jeden Fall besser als Megan. Ja, gut. Spoiler-Alarm für meine Flop-Liste des Jahres. So. Alles ist besser als Megan. Ja. Ich brauche die nächste Karte, liebe Leute.
Haben uns jetzt schon, wir haben uns entschieden. Wir haben uns für Indie 3 entschieden. Hey, aber nochmal festgehalten, beide Filme haben einen fantastischen Score. Also über den Riders March müssen wir ja gar nicht mehr irgendwie groß, Riders March müssen wir gar nicht großartig reden, aber ich mag dieses Jerry Goldsmith-Team. Das Goldsmith, ne? Ja. Das finde ich so toll. Goldsmith ist sowieso für mich einer der besten. Okay, Viertelfinale. Das ist schwer, aber ich sag's einfach. Ich zieh das Pflaster ab, ich muss ja nicht entscheiden. Aliens vs. Die Hard. Aliens. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja. Der hat Die Hard über Empire genommen und jetzt sticht der John McClane den Rücken. Nee, Aliens. Brauche ich gar nicht überlegen. Alien ist meine Lieblingsreihe und Alien 2 ist der erste und der zweite nehmen sich viel, aber ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ist ja auch eines der besten Sequels aller Zeiten, aber Stück langsam ist halt einfach Stück langsam. Ich darf nicht sagen, was ich wählen würde, weil hier darf ich echt nicht beeinflussen, aber das ist schwer. Jetzt kommen wirklich die Entscheidungen, wo es vergleichbar ist, ob ich jetzt mich zwischen meinem Sohn oder meiner Tochter entscheiden müsste. Jetzt wird's. Dann lieber keine Auswahl. Ich würde mich niemals entscheiden wollen, das ist ja das Ding. Und hier möchte ich mich eigentlich auch nicht entscheiden, aber... Papa, wen hast du lieber? Ja, genau. Stirb langsam oder Aliens? Sag nichts Falsches. Jetzt mach ich's dir mal schwer. Ich nehm Stirb langsam. Oh. Weil Stirb langsam, wow. Ich muss sagen, Aliens hat ja wirklich richtig geile Actionsequenzen. Aber Aliens hat nicht den Nakatomi Tower, der am Ende oben im Dach in die Luft fliegt und einen John McClane, der mit dem Feuerwehrschlauch... Es gibt eine Atombombenexplosion in Aliens. Ja, Game over, das ist so, die fliegen halt weg. Und es gibt einen Get away from her. Hey, das ist so, die Musik, von James Horner, als sie dann, die Alien Queen kommt mit dem Fahrstuhl hochgefahren und dann sie so, kein Ausweg mehr, Newt auf dem Arm und dann kommt Bishop im letzten Moment hoch. Krass, einfach nur krass. Auch dieses Konzept, dass es so was wie die Alien Queen gibt, das hast du ja vom ersten Teil her überhaupt nicht irgendwie checken können. Vor allem im Originalcut vom ersten Teil wird gesagt, dass die Aliens selbst reproduktiv sind. Aus den Menschen, die eingesponnen werden, werden dann die Eier, aus denen dann die Facehugger kommen. Es gab gar keine Queen. Ja. Das hat dann, Gott sei Dank, hat das Ridley Scott rausgenommen, sonst hätte James Cameron das im zweiten Teil nicht reinmachen können. Aber woher kamen die Eier? Die Menschen wurden eingesponnen und die Biomasse, hast du die Szene nie gesehen? Die ist krass. Das ist eine rausgeschnittene Sequenz. Die Menschen werden so wie umgeformt. Die transformieren sich quasi als Biomasse in diese Eier. Ah, okay. Und aus denen wird dann wieder, das ist quasi ein selbstreproduktiver... Circle of Life. Okay, ich gehe jetzt danach, welchen Film ich häufiger gesehen habe. Oh, könnte ich nicht mal sagen. Das weiß ich, was du häufiger gesehen hast. Dann ist es Stirb langsam. Ja. Ah, ja. John McClane. Hey, tu doch jetzt nicht so, als würde es uns nicht auch wehtun. Ja, komm. John McClane ist weiter im Halbfinale. Und jetzt geht's spannend weiter. Robocop vs. Mad Max 2. Macht ihr doch extra. Das ist doch super. Nein, das habt ihr extra gemacht. Ihr habt das gewählt. Ja, aber das hätte man ja auch anders schaffen können. Genau. Warum kann der nicht irgendwie ein andere Dings? Aber David, so leid es mir tut, hier scheiden sich dann halt unsere... Ja, ich nehme Robocop. Punkt. Ich nehme auch Robocop. So, ja, okay. Ist es durch. Du musst gar nichts mehr sagen. Gut, dann nimmst du auch Robocop. Also die nächste Runde bricht mir am meisten das Herz von allen Runden, die wir bisher hatten, sage ich nur. Weil es sind zwei meiner Lieblingsfilme. Oh nee, ich habe gar nicht so viele Herzen, die hier jetzt gebrochen werden. Aber das sind zwei meiner Lieblingsfilme in ganz unterschiedlichen Genres. Oh, und dass das jetzt passiert, bricht mir das Herz, weil beide habe ich gleich häufig gesehen. Es ist Ghostbusters vs. Predator. Autsch. Okay, oh, Gott sei Dank. Predator. Okay, es ging ja ganz leicht. Und meine Stimme ist da hoch. Ich dachte, es wäre jetzt Predator gegen Indy. Nee, okay. Das wäre... Okay. Ihr wollt ein gebrochenes Herz? Let's go. Indy 3 vs. Zurück in die Zukunft. Indy 3. Wirklich? Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ey, das ist aber auch wirklich 3. alles persönlich. Ja. Das ist alles persönlich. Das kann ich das, nicht das rational... Das nimmt David gleich persönlich. Ich würde Zurück in die Zukunft sagen, aber ja. Oh, wow, okay. Das kann ich nicht rational begründen. Da bin ich echt platt. Das hätte ich nicht gemacht. Aber okay, wir sind im Halbfinale. Wir haben nur noch 4 Contestant. Und deswegen... Oh Gott. Ich weiß, was David nimmt, deswegen. Aber fuck it. Stirb langsam versus Robocop. Soll ich was sagen oder nein? Also deswegen, ich sag einfach nichts. Okay. Jetzt haben wir alle einfach nichts. Ihr boykottiert jetzt meine Show. Ab jetzt wird es halt wirklich eklig. Es wird richtig eklig. Das ist jetzt...
Ich nehme das und in der Mitte. Also was war es nochmal? Stimmt langsam und? Robocop. Ja, also wenn ihr Robocop jetzt hier rausnehmt, sorry. Aber sorry. Dann hagelt es aber D-Abos, wenn ich nach Hause komme. Ist aber nicht fair, jetzt hier sonst so unter Druck zu setzen. Stirb langsam versus Robocop. Ey, sorry, also ich weiß, was ich nehme. So. Was würdest du denn nehmen? Das sage ich jetzt danach, ich will dich beeinflussen, aber Sebastian weiß, was ich nehmen würde. Ja. Boah. Stirb langsam. Ach komm! Und das, ey, also Dave, willst du mich nochmal fragen, was ich genommen hätte? Ja. Stirb langsam. Oh Gott. Okay. Es tut mir doch leid, ey. Aber oh Gott. Wir brauchen den Bluttest gar nicht. aber David, to be fair. Dein Herz ist jetzt wirklich am Boden und zertreten und mal raufgespuckt. Und das gleiche, kommt, das machen sie jetzt mit mir. Ich weiß, dass sie es jetzt mit mir machen, die beiden. Weil es ist Predator versus Indy 3. Oh, okay, das ist. Predator. Das danke. Das ist hart. Oh, nee, sorry, Indy 3. Was? Indy 3. Kann ich nicht verstehen, aber Schröck ist eher am Ende. Bist du noch da? Nee. Ich kann ich nach Hause? Schröck. Ich wollte gerade sagen, Schröck versus Indy 3. So. Obwohl eigentlich. Ich finde, dass Indy 3. Also, ist das gut. Nee, weißt du was? Nein, ich zieh zurück. Weil. Nein, wenn wir hier ordentlich. Der wow. Wirklich, von diesen beiden Filmen. Ist der coolere Film dann am Ende doch Predator. Gut. Oh, das heißt McTiernan versus McTiernan. Was ist? Das ist mein Traumfinale, aber es ist die schwerste Entscheidung, die man je treffen muss auf der Welt. Und zwar, was ist der Sieger? Ist es Stück langsam oder Predator? Oh Gott. Dann habe ich keine Zeit zum Bluten und nehme Predator. Stück langsam. Oh, Sebastian. Okay, jetzt gehe ich nach Hause. Können wir einfach ein Unentschieden machen oder sowas? Das es gibt bei der Weltmeisterschaft kein Unentschieden. Das doch, ist halt so leider das Problem. Das wir haben hier auch nochmal den kompletten Turnierbaum. Die können das alles nochmal sehen. Aus ja, ich bin jetzt bockig. Hier seht ihr, ihr habt lange gekämpft. Das machst du jetzt nicht aus Bockigkeit. Also sagen wir es mal, ich bin mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, einen der beiden Filme zu gucken, würde ich immer Predator nehmen. Also von den beiden. Deswegen, der Fairness halber, ich bin auch für Predator. Aber ich finde, rein filmisch gesehen, ist Stirb langsam der minimal bessere Film. Weil Predator ist ein 80er-Relikt, gerade der Anfang, wo der ist ja im Grunde nur eine Action-Szene lange, wo ein One-Liner nach dem anderen kommt. Das ist dann nur drin, damit Arnold Schwarzenegger mal wieder zeigen kann, dass er Arnold Schwarzenegger ist. Und dann erst fängt der Film ja eigentlich an. Und das ist, der ist langsam aufgebaut, ja. Der dann auch sehr klassisch ist, Monsterfilm. Und dann gegen Ende wird er zu meiner Meinung nach zum großen Meilenstein. Stück langsam ist von Anfang an bis Ende, schon allein der großartigen Charaktere wegen, das tolle Setting, auch die tolle Art, wie er gemacht ist. Deswegen finde ich, filmisch gesehen, Stück langsam besser. Der Spaßfaktor ist bei Predator größer. Ja. Es ist ganz schwer, sich zu entscheiden. Ich sag, ja, was sage ich? Oh. Nee, komm, ich sag wirklich Stirb langsam. Ich finde, nee, das ist wirklich der bessere Film. Das Lustige ist, wo sind wir denn jetzt? Stirb langsam und einmal. Ich sage genau, Stirb langsam. Ich darf jetzt wieder entscheiden, deswegen meine ich ja. Das Lustige, wenn ich jetzt nach dem gehen würde, was ich vorhin gemacht habe, nämlich welchen Film habe ich häufiger gesehen, dann müsste ich Stirb langsam wählen, weil Predator habe ich erst wirklich vor seitdem wir uns kennen. Seitdem wir uns, also vor, glaube ich, ihm Predator gezeigt. Vor 6 oder 7 Jahren erst wirklich gesehen. Du arbeitest bei Filmstarts? Aha. Und man kommt da auch manchmal so rein. Pass auf, ich versuche nochmal, kann ich dir noch ein bisschen Hilfestellung, also so ein bisschen... Nein, okay. Weil David hat ja jetzt gesagt oder hervorgehoben, dass das ja eigentlich der etwas bessere Film ist. Lass mich doch ausreden, weil am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass ich ja trotzdem Predator wähle. Sicher? Ja. Ganz sicher? Oh! Ja. Also, ja, Predator. Oh! Ich schwöre, ich habe nicht teilgenommen, ich habe niemanden bestochen und Predator ist tatsächlich die Eins auf Rufe. Aber das Geld wird danach überwiesen, oder? Ja, klar. Ja, okay, gut. Wow. Also wie ein großartiger Jäger mal gesagt hat. So.